Es wird immer klarer, dass die Erde einem wahren Asteroidenbombardement ausgesetzt ist. Ständig schwirren um uns ziemlich große Brocken herum. Sie kommen aus dem Nichts und sind mega gefährlich. Der Asteroid, der gerade an uns vorbeigerast ist, hatte die Sprengkraft von mehreren Dutzend Atombomben. Wäre er eingeschlagen, hätte er locker eine Großstadt vernichten können. Danke an Stefan Görke aus der WhatsApp-Community, der das Thema vorgeschlagen hat. Also, herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Ja, schon zahlreiche Asteroideneinschläge haben hier auf der Erde für riesige Katastrophen gesorgt und das scheint keine Erscheinung der Vergangenheit zu sein. Wir werden wohl ständig bombardiert und es gibt auch ständig Einschläge auf der Erde, ohne dass wir es bemerken. Dieser 50 Meter Asteroid, also ein ziemlicher Brocken, kam der Erde gefährlich nahe. 200.000 Kilometer, das ist die halbe Entfernung zwischen Erde und Mond und in kosmischen Maßstäben nichts. Fast ein Treffer. Und das ist erschreckend, er wurde erst 21 Stunden vorher überhaupt entdeckt. Vorher schwirrte 2018 GE3 unerkannt durch unser Sonnensystem. Und es werden immer mehr von diesen erdnahen Asteroiden entdeckt, wenn sie entdeckt werden. Im Jahr 2000 kannten wir nur 1000, jetzt sind es schon knapp 20.000, die die Umlaufbahn der Erde kreuzen und bekannt sind. Und jedes Jahr werden eben mehr entdeckt. Asteroiden sind ein Überbleibsel von der Entstehung unseres Sonnensystems. Die meisten von ihnen ziehen glücklicherweise weit entfernt von der Erde ihre Runden um die Sonne zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Das Wachstum der Entdeckung der erdnahen Asteroiden ist übrigens exponentiell. Und das finde ich wirklich alarmierend. Ich hatte ja schon öfter hier darüber berichtet und es ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Wir unterschätzen die Gefahr solcher Asteroiden. 2018 GE3 war um einiges größer als der Asteroid, der im Februar 2013 über Russland explodiert war. Die Explosion des Chelyabinsk-Asteroids hatte damals lediglich eine Druckwelle ausgelöst. Sie beschädigte mehrere tausend Gebäude und verletzte rund 100 Menschen. Ein Einschlag hätte dagegen die Stadt komplett zerstört. Verglichen mit der Hiroshima-Bombe hatte er die 20- bis 40-fache Sprengkraft. Entsprechend TNT war es die von 600 Kilotonnen. 2018 GE3 hätte also viel schlimmere Auswirkungen gehabt. Die Erde ist ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden. Viele Objekte sind klein und verglühen in der Atmosphäre, ohne dass wir es bemerken. Dass ein Himmelskörper in die Atmosphäre eindringt und explodiert oder einschlägt, kommt allerdings öfter vor, als wir denken. Wie oft das in den letzten 13 Jahren passiert, es wurde ja erst kürzlich bekannt, wir hatten darüber berichtet, 26 Asteroiden sind auf der Erde eingeschlagen, darauf sind gekommen. Findige Wissenschaftler, sie hatten die Idee, beim weltweiten Atomteststopp-Überwachungsnetzwerk nachzufragen, ob es andere größere Explosionen auf der Erde gab als Atombombenexplosionen. Es waren 26, lediglich ein Einschlag wurde dabei vorhergesehen, alle anderen kamen im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel, wie jetzt 2018 GE3. Jedes Jahr schlagen also zwei größere Asteroiden hier auf der Erde ein. Bisher hatten wir großes Glück, denn die Gesteinsbrocken schlugen im Meer, Wüsten oder sonstigen unbewohnten Gebieten ein. Jetzt haben die USA ja die neue Behörde Planetary Defense Coordination gegründet. Sie soll erdnahe Asteroiden entdecken und verfolgen. Die NASA hat jetzt das Ziel, bis 2020 alle erdnahen Asteroiden, die größer sind als 140 Meter, zu entdecken. Na, immerhin schon etwas. Denn genau diese könnten der Erde sehr gefährlich werden und mehr als nur eine Stadt vernichten. Experten plädieren deshalb immer wieder für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Wirklich effektive Abwehrstrategien sind noch immer nicht ausgetüftelt. Wir hätten in diesem Fall einen Anschlag nicht verhindern können. Deshalb hat die NASA zusammen mit dem Kernwaffenlabor Lawrence Livermore National Laboratory jetzt das Projekt HAMMER gestartet. HAMMER steht für Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, auf Deutsch Hypergeschwindigkeitsasteroiden-Entschärfungsmission für Notfallmaßnahmen. Es geht wirklich zum ersten Mal darum, die Flugbahn eines Asteroiden gezielt zu beeinflussen. Das wäre eine wahnsinnig wichtige Zivilisationsleistung, ohne die wir auf Dauer wahrscheinlich nicht überleben würden. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Asteroideneinschläge und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zur Begrüßung gibt es noch ein kleines Geschenk. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der
Genau, mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, darf auch draufklicken, Asteroid rast auf die Erde zu, NASA plant Bombardierung. Da gibt es mehr zu diesem Thema, was die NASA da vorhat. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.